Willkommen zu deinem Beinworkout. Heute werden wir Kicks am Boden ausführen. 50 Sekunden wird jede Übung ausgeführt, 10 Sekunden Pause. Die erste Übung sind Bridge Front Kicks. Erstmal nur auf der linken Seite. Achtet darauf, dass die Hüfte nicht am Boden ist oder dass ihr zu sehr einen Knick im Körper habt, sondern schiebt die Hüfte möglichst weit nach oben und versucht auch die Zehen anzuziehen, das heißt mit dem Ballen nach oben zu kicken. Das andere Bein darf natürlich auch nicht fehlen. Denkt daran, die Zehen schön anzuziehen und mit dem Ballen nach oben zu treten. Fünfzig Sekunden ist wirklich eine lange Zeit, deswegen denkt daran, es geht hierbei nicht um Schnelligkeit, sondern um die präzise Ausführung der Übung. Deswegen nehmt euch ruhig die Zeit dazwischen. Super durchgehalten. Als nächstes sind die Laying Roundhouse Kicks dran auf einer Seite. Achtet hier auch darauf, dass ihr schön die Hüfte abhebt vom Boden und nach oben kickt, soweit es geht. Und jetzt ist natürlich die andere Seite dran. Die 10 Sekunden Restzeit sind wirklich nur zum Wechseln der Positionen da. Und in den 50 Sekunden möchte ich, dass ihr wirklich euren Muskeln neue Reize aussetzt. Deswegen zieht durch. Es geht nicht um Schnelligkeit, wie schon gesagt, sondern darum, die Übung präzise auszuführen. Als nächstes ist der Sidekick dran. Denkt daran, das Knie schön nah zur Brust zu ziehen und von dort schiebt ihr die Ferse mit ganzer Kraft raus. Wenn ihr hier Schmerzen im Knie spürt, was am Boden ist, dann legt euch gerne ein Kissen unter und ihr könnt genauso wie ich auf den Unterarm gehen, auf der entgegengesetzten Seite zum Kickbein.
Und natürlich darf die andere Seite auch nicht fehlen. Als nächstes ist der Backkick dran, kommt dafür in den Vierfüßlerstand, zieht das Knie vorne zur Brust und kickt das Bein wirklich weit nach hinten raus. Und wir wechseln das Bein natürlich. Als letzte Übung der ersten Runde führen wir den Twisted Roundhouse Kick aus. Dabei kommt ihr in die Liegestützposition, dreht euch zur einen Seite und nehmt einen Arm zur Brust und das gegenüberliegende Bein sozusagen kickt raus für den Kick. Führt die Übung erstmal langsam aus, dass ihr die Balance halten könnt und dann, je besser es funktioniert, könnt ihr an Schnelligkeit zulegen. Sehr schön. Die nächste Übung sind wieder die Bridge Front Kicks. Diesmal machen wir es so, dass wir 25 Sekunden lang auf links kicken und 25 Sekunden auf rechts. Alle weiteren Übungen werden genauso ausgeführt, dass wir bei 25 wechseln. Und wir wechseln das Bein. Sehr
Sehr gut. Als nächstes sind wieder die Laying Roundhouse Kicks dran. 25 Sekunden lang links, 25 rechts. Und wir wechseln die Seite. Jetzt sind wieder unsere Sidekicks dran. Denkt daran, wieder schön die Ferse weit rauszuschieben, soweit es geht. Noch ein paar letzte auf dieser Seite. Und wechseln. Haltet durch, ihr habt es fast geschafft. Nun sind wieder die Backkicks dran. 25 Sekunden auf links, 25 rechts. Achtung und Wechsel. Endlich haben wir es geschafft. Wir sind bei der letzten Übung angekommen und zwar bei den Twisted Roundhouse Kick. Hier wieder einfach abwechselnd links und rechts den Roundhouse kicken. Versucht schön stabil zu bleiben. Bringt eure Hüfte runter, denn so erhaltet ihr mehr Stabilität. Und geschafft. Sehr gut. Dieses Video ist Teil der 14 Tage Workout Challenge. Unten verlinke ich dir gerne mal die Playlist. Du kannst jederzeit deine Fitnessreise starten. Am besten heute.